Ja, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder bei uns auf dem Kanal. Ich habe heute für euch was Elektrisches, und zwar den Audi e-tron 55 Quattro. Audi e-tron finde ich persönlich sehr aufregend, weil zum einen ist es voll elektrisch, ist kein Hybrid. Als ich gehört habe, dass es den e-tron auch mit Anhängerkupplung gibt, habe ich sofort bei Audi angefragt. Ihr wisst ja, wir machen ja mal auch Zugfahrzeugtests, aber leider konnte Audi mir keinen e-tron mit Anhängerkupplung zur Verfügung stellen. Dann hätte ich nämlich 1,8 Tonnen zulässige Anhängelast gehabt, aber ohne Anhängerkupplung keinen Anhänger. Deswegen beschränken wir uns heute mal so aufs Auto, auf den Fahreindruck. Und ich habe den e-tron wirklich ausführlich getestet, denn wir hatten das Baby ein paar Tage und sind wirklich auch mal Langstrecke gefahren. Und mit Langstrecke meine ich nicht jetzt 200 Kilometer, sondern 1000 Kilometer in 2 Tagen. Aber bevor wir in die Details gehen, kurz mal zum Testwagen. Wir haben hier den Audi e-tron 55 Quattro. 55 heißt, das ist die große Version. Es gibt mittlerweile eine Version mit einem 71 Kilowattstunden Akku. Hier haben wir einen Akku mit 95 Kilowattstunden Bruttokapazität. Netto bleiben dann 83,6 Kilowattstunden übrig. Und das soll für eine offizielle Praxisreichweite von 400 Kilometern reichen. Ob das alles so ausgeht, da kommen wir nachher zu. Und beim Preis haben wir jetzt auch nicht unbedingt Schonkost. Wir liegen Basis bei rund 80.000 und unser Testwagen in der Ausstattung mit einigen Extras liegt bei 106.000 Euro brutto. Genaue Infos zur Ausstattung, zu Preisen, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, der erste Eindruck beim e-tron war für mich, was ist das eigentlich? Ist das jetzt ein Q5 oder ist das ein Q7? Ist weder noch. Er basiert aber auf dem modularen Längsbaukasten von Audi, dem MLB. Das heißt, der MLB wird vom Q5 und auch vom Q7 genutzt. Der Q5 ist aber so in der Länge 460, 470 aus dem Kopf. Hier sind wir bei 490 und ein Q7 ist direkt schon mal über die 5 Meter. MLB heißt aber dann auch, dass der e-tron auf einer Verbrennerplattform basiert, nicht auf der MEB, das heißt die Elektroplattform. Da kommt zum Beispiel der ID3. Hier sind wir, wie gesagt, relativ konventionell unterwegs. Wir haben den kompletten Akku im Unterboden. Und ich würde sagen, wir machen mal so einen kleinen Rundgang um das Auto. Von vorne fällt direkt erstmal auf eine Kühlermaske, die deutlich geschlossener ist, aber sie ist nicht komplett geschlossen. Wir haben ja jetzt beim E-Auto kein Kühlerpaket, was direkt hier hinter der Frontschürze sitzt und wirkt auch optisch eben anders. Das heißt, den e-tron erkennt man rein von der Optik schon. Und was sich hier unten auch erkennen lässt, dass wir hier Assistenzsysteme haben. Das heißt, wir können autonom nach Level 2 fahren. Das heißt, wir haben hier Abstandsregel, Tempomat, Spurhalteassistenten. Lichtzeitig sind wir beim e-tron in der Basis mit LED unterwegs. Wir haben aber hier noch das LED-Matrixlicht. Das heißt, wir haben animierte Blinker, eine animierte Leuchtengrafik, wir können Gegenverkehr ausblenden. Wir fahren im Prinzip immer mit Dauerfernlicht. Und auch im hinteren Bereich haben wir dann animierte Blinker und auch das Leuchtenband in Rot, wenn man den Wagen entriegelt. Das ist so schön animiert, das sieht schon ganz schick aus. Die Farbe, die wir hier bei unserem e-tron haben, nennt sich Galaxisblau Metallic, liegt auch irgendwie so aufpreismäßig im Tausenderbereich, also gar keine Individuallackierung. Wenn Tesla-Fahrer hier die Haube aufmachen, dann haben die ihren sogenannten Frunk, also ihren Front-Trunk. Der e-tron hat so einen halben Frunk, würde ich mal sagen. Ich habe nämlich hier ein Fach, wo ich mein Ladeaccessoire verstauen kann. Ich habe jetzt hier das AC-Wechselstrom-Ladekabel. Und das Schöne ist, dass dieser Lader hier mit bis zu 11 kW laden kann. Also zumindest für den Audi, der jetzt eh nur 11 kW AC laden kann, maximal. Das geht über Adapter. Ich habe jetzt hier 16 Ampere Drehstrom. Ich könnte aber jetzt auch genauso gut hier mit einem Schuko-Stecker, aber dann natürlich nicht mit 11 kW. Bedienung ist hier auch relativ einfach und ich kann mit Knopfdruck auch die Ladeleistung einfach auf 50% setzen. Eine relativ einfache Lösung. Wir haben hier auch schon 20 Zoll Felgen, die dem Fahrzeug ganz gut stehen. Serienmäßig wäre 19 Zoll und als optisches Highlight haben wir hier noch die Bremssättel gelb lackiert, in dem gleichen Ton wie auch die Umrandung hier von dem e-tron Schriftzug. Sieht ganz cool aus, muss man vielleicht nicht haben, aber ist halt Optik. Bremsentechnisch sind wir hier auch ganz gut ausgerüstet. Wir haben hier 4 Kolben Bremssättel, sind relativ wuchtig, passt also zum Gewicht des Autos. Wir haben nämlich hier ein Gewicht von rund 2,6 Tonnen unterwegs, was natürlich bedingt ist durch den schweren Akku. Das geht natürlich auch zu Lasten der Reichweite und die Ladeklappe beim e-tron ist hier vorne, nicht in der Front, sondern hier. Und das Schöne ist, ich drücke hier auf den Knopf, dann fährt die Klappe elektrisch runter und jetzt habe ich hier den AC Anschluss. Wenn ich CCS laden möchte, dann klappe ich den zusätzlich noch runter und jetzt kann ich meinen CCS-Stecker anschließen. Und der e-tron ist das erste Auto gewesen, was mit 150 kW laden kann. Das ist richtig schnell, schneller als eigentlich auch die
ersten Teslas an ihren Superchargern. Aber mittlerweile gibt es ja auch schon den Porsche Taycan und der kann mit 270 kW derzeit laden, soweit ich informiert bin, und soll man mit 350 kW laden. Aber das ist dann an bestimmte Thermofenster etc. gekoppelt. Was gar nicht so schön ist, dass du hier nur mit 11 kW laden kannst, also 16 Ampere dreiphasig. Wir haben zum Beispiel am Büro eine Wallbox mit 22 kW und auch viele öffentliche Ladepunkte sind 22 kW Wechselstrom, kannst du hier aber nicht nutzen. Und bei der Größe des Akkus macht sich das natürlich schon bemerkbar, ob ich jetzt 8,5 Stunden brauche zum Vollladen oder 4 Stunden. Aber immerhin sieht ganz schick aus. Ich kann jetzt hier drauf drücken und dann geht er wieder zu. Aber wenn der Ladevorgang beendet ist und ich ziehe den Stecker, geht er auch alleine zu. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite auch so einen Zugang haben möchte, dann kann ich den auch optional bestellen. Kostet, glaube ich, so um die 500 Euro, nagelt mich nicht fest. Je nachdem, wo dann meine Wallbox ist, in meiner Garage könnte ich das noch anpassen. Das ist vielleicht ganz praktisch. Aber leider bekommt man hier momentan noch nicht die 22 kW Wechselstromladeoption. Es ist eigentlich angekündigt. Ich habe mal recherchiert. Angeblich soll es jetzt Mitte 2020 verfügbar sein. Bisher ist es nicht im Konfigurator bestellbar. Das ist eigentlich schade. Und jetzt haben wir hier beim e-tron auch Außenspiegel. Und natürlich hat ein Auto Außenspiegel, aber den e-tron gibt es auch als eines der ersten Autos mit Kamera-Außenspiegel. Und auch die habe ich bei Audi angefragt, waren aber leider im Testfuhrpark gerade nicht verfügbar für mich. Was jetzt besser ist, ob Kamera-Außenspiegel oder konventionelle, da kommen wir gleich beim Fahren nochmal zu, was wir hier auf jeden Fall sehen. Hier habe ich Kameras und auch hinten und auch vorne, dann habe ich 360 Grad Birdview, Vogelperspektive. Und das sehen wir aber gleich noch im Innenraum. Hinten LED-Leuchten animiert, dann habe ich hier das durchgehende Leuchtenband. Ich habe auch optional hier die Öffnung über den Fuß. Was man jetzt hier sieht, ist ein Kofferraum, der nicht besonders groß ist. Du hast hier noch relativ viel Stauraum für Kleinkram. Hier auch so eine herausnehmbare Schale. Ist jetzt alles nicht in Benutzung. Wir sehen hier noch ein Notrad. Das Notrad wiederum ist ganz interessant, denn das ist hier quasi nicht aufgepumpt. Vom Querschnitt sieht das erstmal so richtig sexy aus, aber der ist ohne Luft. Das heißt, du hast hier noch einen Kompressor und musst den Reifen dann im Falle des Falles aufpumpen, kannst aber dann auch nur 80 mitfahren. Ja, hier sehen wir noch den Subwoofer. Wir haben nämlich auch ein Soundsystem an Bord. Und was ich hier noch im Kofferraum habe, ist meine mobile Wallbox, so eine Go-E-Wallbox. Die habe ich für unseren Mini-Hybrid und für die E-Gülfe, die wir demnächst bekommen. Vorteil bei dieser mobilen Wallbox ist, dass du sie im Prinzip überall, wo du eine Steckdose hast, adaptieren kannst, von 16 Ampere bis zu 32 Ampere. Kurzer Innenraumcheck hier im Audi e-tron. Wie gesagt, wir haben ein bisschen so ein Zwitter zwischen Q5 und Q7. Wir haben hier zum Beispiel schon das voll digitale Cockpit, auch mit diesen Touch Displays. Das habe ich erst mal im A8 erfahren. Ich bin auch immer noch so ein Fan von richtigen Tasten, zum Beispiel für die Sitzheizung. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich mal beim Laden war und hatte die Standklimatisierung an, aber die Zündung war aus. Dann läuft der zwar, aber um jetzt die Sitzheizung auszustellen, hätte ich dann wieder die Zündung anmachen müssen. Aber die Displays waren dann ansonsten dunkel. Und ich hatte keine Möglichkeit, mal eben die Sitzheizung zu verstellen. Ich habe auch gehört, dass Mercedes in den kommenden Generationen auch mehr und mehr rein auf Touch-Displays geht. Ich finde das immer so ein bisschen fraglich, denn intuitiv ist das nicht. Du kannst es einfach nicht blind bedienen, obwohl Audi hier schon wirklich einen guten Job macht für die Technologie, denn du hast diese ganzen Panels auch haptisch, mit einem haptischen Feedback. Ich habe das auch tatsächlich mal gehabt, da wollte ich die Temperatur ein bisschen runterregeln und man ist einfach ein bisschen abgelenkter, als wenn du jetzt hier einfach ein Drehrad hättest oder sowas. Das finde ich persönlich nicht fortschrittlich. Ansonsten Innenarom-Eindruck recht hochwertig. Wie gesagt, Basispreis rund 80.000 Euro. Es gibt auch mittlerweile eine Einstiegsversion des e-tron. Die ist dann brutto unter 70.000 und ist damit noch förderfähig. Dieser ist da im Prinzip schon drüber. Aber trotzdem haben wir natürlich ein Oberklasse-SUV. Wir haben hier das Armaturenbrett auch noch zusätzlich beledert. Das sieht ganz schick aus, ist aber nicht Standard. Was mir nicht so gefällt, ist dann doch relativ viel Hartplastik hier. Wenn du jetzt zum Beispiel hier mal so einen Klopftest machst, das ist schon alles, ja, nicht so wertig von der Anmutung, obwohl es eigentlich gut aussieht, aber wie gesagt, Haptik so zwiegespalten. Dann wiederum Ledersitz hier optional, sehr schön belüftet mit Massagefunktion, kommt man gut mit zurecht. Hier in den Türverkleidungen Alcantara, das ist alles hier hellgrau.
Ich fände es wahrscheinlich auch cool, wenn man es alles ein bisschen dunkler hätte. Ansonsten, was auffiel, ist der Wählhebel hier für die Fahrstufen. Das ist eher so ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das wirklich easy zu bedienen. Ansonsten Ablagekonzept. Ich habe hier die Phonebox, nennt sich das, meine ich, von Audi. Da wird das Handy induktiv geladen. Das funktioniert auch sehr gut. Dann habe ich hier Becherhalter, Dosenhalter. Die kann ich auch einklappen. Dann habe ich das Fach nochmal so in der Breite nutzbar. Hier auch eine Jalousieabdeckung. Hier habe ich noch die Anschlüsse USB, SD-Karte, SIM-Karte. Kann ich hier noch reinmachen. Hier habe ich noch ein Fach für kleinere Sachen. Ich habe hier die Armlehne. Die kann ich einmal in der Länge verstellen und auch in der Höhe. Das passt alles soweit gut. Lenkrad hier habe ich 4 Speichen. Es gibt das Lenkrad auch noch beheizt. Habe ich hier allerdings nicht. Macht sich aber im E-Auto meiner Meinung nach sehr gut, weil die Energie für Lenkradheizung oder Sitzheizung deutlich weniger ist. Also im Prinzip gar nicht relevant. Anstatt wenn ich die Heizung fürs Wohlbefinden jetzt hochdrehe. Es gibt auch noch ein Sportlenkrad, was unten abgeflacht ist. Das kommt bei mir immer ganz gut, weil ich bei 1,96 dann noch ein bisschen mehr Beinfreiheit beim Ein- und Aussteigen habe. Aber das unten abgeflachte Sportlenkrad gibt es leider nicht mit einer Lenkradheizung. Klassiker bei mir ist ja immer so Sonnenblenden, seitlicher Verstellbereich, ist hier nicht vorhanden. Das heißt, viel Platz, damit mich die Sonne von der Seite blendet. Ich habe in den Konfigurator geschaut und habe gesehen, naja, es gibt die Blenden auch ausziehbar, kostet sagenhafte 50 Euro mehr. Ich würde es dann natürlich auf jeden Fall konfigurieren, aber ich finde es eigentlich blöd, dass das nicht Serie ist bei dem Grundpreis. Ja, und last but not least hier, Lüftungsdüsen. Das ist alles schön angeordnet, sieht sauber aus und du kannst die Lüftungsdüsen auch noch einzeln regulieren. Auch das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. So, erster Eindruck beim Losfahren, natürlich elektroautotypisch, sehr leise. Wenn ich das mal mit dem E-Golf vergleiche, haben wir hier aber so ein leicht summendes Geräusch. Ist eigentlich ganz cool, ich mag das. Damit hat er auch wirklich so ein Motorgeräusch. Im Gegensatz der E-Golf ist zum Beispiel vom Antrieb, vom Motor wirklich nahezu geräuschlos. Und hier ist das so turbinenartig so ein bisschen. Das macht schon Spaß. Ich bin jetzt im Dynamic Mode unterwegs. Dadurch ist die ganze Leistungscharakteristik, die Gasannahme in Anführungsstrichen auch anders. Und wenn ich jetzt hier den Drive Mode nach hinten lege, dann kann ich auch den Boost Modus dazu schalten. Das heißt, bei Kickdown gibt er dann nochmal für ein paar Sekunden, ich meine, das sind 8 Sekunden extra Leistung. Ein paar Sekunden Boost-Mode hört sich nicht so viel an, aber ihr müsst überlegen, wenn ihr jetzt mal ein paar Sekunden wirklich auf den Pin latscht, dann seid ihr ja schon von 0 auf 100 oder von 100 auf 160. Im Regelfall, so beim Überholen, reicht das eigentlich immer. Und das Prinzip des Elektroautos ist ja auch, dass wir diese 408 PS gar nicht als Dauerleistung haben. Ich habe mir sagen lassen, dass die Dauerleistung hier 100 kW beträgt, aber mit 100 kW kannst du 200 km/h fahren. Da ist ja dann noch abgeriegelt. Alles andere ist alles ja so im Spitzenlastbereich und dann reicht das ja auch. Ne? Also du bist wirklich sehr zügig unterwegs. Was mir auffällt im Vergleich mit anderen E-Autos, dass du subjektiv hier gar nicht so ultra giftig unterwegs bist. Das heißt, wenn ich jetzt Vollgas gebe, dann kommt der relativ weich noch. Es gibt Autos, die deutlich härter da reinregeln. Ich hatte auch zum Beispiel gar keine Probleme irgendwie auch beim Abbiegen auf feuchter Straße, wenn ich voll reinlatsche, dass ich irgendwie Unruhe ins Auto kriege oder auch Reifenschlupf feststelle. Kann ich jetzt einmal zeigen beim Abbiegen. Ich gebe einfach Vollgas und da passiert eigentlich gar nichts. Was wir jetzt hier nochmal sehen, ich habe die Verkehrszeichenerkennung und die funktioniert nicht immer hundertprozentig, kann es auch gar nicht. Aber jetzt habe ich hier einen Bereich mit 100 km/h Tempolimit, Bundesstraße, aber er zeigt mir noch 50 an. Das wäre jetzt nicht so optimal, wenn ich jetzt den Tempomaten mit der Verkehrszeichenerkennung kopple. Das kann ich machen, ich habe das aber deaktiviert, weil ich in solchen Momenten dann manchmal doch eingebremst werde, weil er eine falsche Info bekommt oder eine falsche Info in der Navigation gespeichert hat. Und was mich hier beim Audi wirklich nervt, ist, dass man keine Toleranz einstellen kann. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt 100, jetzt sehe ich ein 70er Schild, dann soll er den Tempomaten darauf anpassen, dann geht er wirklich auf Punkt 70 runter. Und wir haben hier festgestellt mit unserer GPS Performance Box, dass wir eine Abweichung haben von um die 5 km/h. Das heißt, wenn er jetzt auf 70 runter regelt, dann sind wir mit echten 65 unterwegs. Und im Ergebnis hast du dann immer schön Leute im Kofferraum, die da drängeln. Das würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht eine eigene
Toleranz nach Ermessen 5 bis 10 km/h würden da erreichen, setzen kann. Beim Cayenne, den wir neulich im Test hatten, da konnte man das machen und da war dann eben so ein bisschen Augenmaß möglich. Ich habe ja verschiedene Fahrmodi hier über Drive Select und die wirken sich auf die Federung aus, aber auch eben auf das Verhalten von zum Beispiel der Gasannahme. Serienmäßig habe ich beim e-tron die Luftfederung verbaut. Luftfederung an sich hat eben verschiedene Modi, auch zum Beispiel im Allroad- oder Offroad-Modus. Offroad-Modus bin ich dann komplett hochgepumpt. Da habe ich dann wirklich schon eine schöne Bodenfreiheit. Anders beim Efficiency-Modus, da senkt er sich dann noch ein bisschen ab, damit er noch ein bisschen windschnittiger ist. Das sind auch Sachen, die sich auch in der Verbrauchsanzeige dann immer widerspiegeln. Aus meiner Sicht hätte man aber zum Beispiel Komfort noch ein bisschen komfortabler abstimmen können. Die Unterschiede sind aus meiner Sicht gar nicht so krass, so deutlich. Zum Beispiel meine E-Klasse hat auch Luftfederung und die ist auf Komfort wirklich, ja, wirklich sehr kommod unterwegs. Das hätte ich mir hier auch gewünscht, vor allen Dingen, weil ich ja mehrere Modi hier habe. Ich habe hier noch ein paar Assistenzsysteme. Hier sieht man jetzt auch mal die 360-Grad-Kamera. Ich habe auch eine Querverkehrswarnung. Ich habe auch eine Warnung, wenn ich die Tür aufmache. Jetzt sehe ich zum Beispiel, da kommt ein Auto. Ich habe das noch gar nicht gesehen, aber es wird mir schon angezeigt. Und wenn ich jetzt Gas geben würde, also weiter zurückfahren würde, dann wird er voll in die Bremse gehen. Und was auch noch schön ist bei Audi, ich habe diese coole 360-Grad-Einstellung. Das habe ich euch schon mal in einem Video beim A8 gezeigt. Und das ist schon sehr schick und ich mag das auch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel den Blinker setze, dann wird das hier auch animiert. Da haben die sich wirklich ausgelassen, die Kollegen von Audi. 100 im Audi e-tron. Wir haben 300 kW, was 408 PS Spitzenleistung entspricht. Wir haben den Dynamic Mode und wir haben auch den Boost aktiviert. Und die Werksangabe ist 5,6 Sekunden. Da schauen wir jetzt mal, ob wir die erreichen. In der Regel testen wir ja Wandlerautomaten hier in solchen SUVs. Wir haben jetzt aber Elektro, das heißt, ich brauche gar nichts vorspannen. Ich brauche einfach nur den Schlappen runter und dann schauen wir mal. Und ich würde sagen, Tim, du hältst dich mal ein bisschen fest. So, und dann geben wir Vollgas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und 100. Und da haben wir einen Wert von 5,9 Sekunden. So, 5,9 Sekunden, damit sind wir etwas über der Werksangabe. Aber der Kollege hier mit der Kamera sitzt ja auch noch dabei. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir haben einen vollen Tank. Kleiner Scherz. Wir haben aber tatsächlich einen vollen Tank, was eigentlich noch für die Leistung positiv sein sollte. Aber wir testen jetzt mal, ob er die Zeiten auch halten kann, wenn wir jetzt mehrfach beschleunigen. Quasi beschleunigen auf 100, abbremsen, wieder beschleunigen. Und wir zeigen euch dann die Zeiten, die wir jetzt rausfahren. Achtung, fertig, los. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 und 100. Und was haben wir? 5,7 Sekunden. Ergebnis habt ihr gesehen. Der Bursche ist relativ konstant. Das heißt, wir haben mehrfach jetzt immer wieder 0, 100, 0, 100, 0, 100. Und die Werte bewegten sich eigentlich so im Messtoleranzbereich zwischen 5, 7, 5, 9, 6 Sekunden. Damit sind wir zum einen sehr nah an der Werksangabe. Ich denke mal, wenn wir den Tim hier nicht drin hätten, dann würden wir die 5, 6 wahrscheinlich sogar knacken. Das ist vom ganzen Thermomanagement und es ist von der ganzen Auslegung und Komponenten auch so, dass man sagt, der würde nicht sofort die Leistung drosseln. Ich hatte das zum Beispiel mit dem E-Motorrad von Zero. Da hatte der Akku gar kein Thermomanagement und wenn ich das gemacht hätte, dann hätte der relativ schnell die Leistung gedrosselt. Haben wir hier aber nicht. So, jetzt fahren wir mal auf die Autobahn. Ich bin immer noch in Efficiency. Ich kann jetzt aber auch hier den Boost-Modus aktivieren. Der Boost-Modus ist aber nur verfügbar, wenn der Akku noch einigermaßen geladen ist. Nachher wird das immer weniger, der Boost, oder auch gar nicht mehr verfügbar. So, ich fahre jetzt hier mal drauf mit 55 und jetzt gebe ich einfach Kickdown. Und am Ende meiner Beschleunigungsspur bin ich bereits bei 150 km/h. Was ich beim e-tron vermisse, ist das One-Pedal-Driving. Also, dass ich quasi mit einem Pedal, mit dem Gaspedal auch bremsen kann. Beim Golf kann ich das zum Beispiel. Da habe ich die Stufe B für Brake. Und dann kann ich relativ viel auch beim Gas wegnehmen rekuperieren. Und wenn ich das raus habe, dann kann ich quasi so in der Mittellage segeln, beschleunigen oder bremsen. Hier kann ich das eigentlich nur über die Schaltpedals. Denn wenn ich jetzt Gas wegnehme, dann segel ich hier. Ich bin also neutral unterwegs
Und jetzt kann ich in zwei Stufen rekuperieren, aber auch nicht maximal rekuperieren. Wenn ich jetzt also noch weiter verzögern wollte, dann müsste ich zusätzlich noch bremsen und da rekuperiert er dann bis 0,3G. One Pedal Driving oder ein Pedal fahren auf Deutsch ist hier im Prinzip nicht machbar. Finde ich wirklich schade. So, jetzt sieht man auch, ich bin im Tempomat unterwegs, 102 km/h eingestellt. Jetzt fährt er auf den LKW auf, bremst ab alleine durch die Rekuperation. Jetzt hat er seinen eingestellten Abstand. Jetzt gibt er wieder ein bisschen Gas. Ich habe quasi auch Hypermiling gemacht mit dem e-tron. Wirklich mal, als ich Zeit hatte, hinterm LKW mit 90, 85, 90. Und dann kam ich auf Verbräuche um die 20 Kilowattstunden. Das war aber dann wirklich auch Ende der Fahnenstange, zumindest im Winter. Wenn ich mal den E-Golf als Vergleich setze oder einen Tesla Model 3, da bin ich mit Verbräuchen um 20 kW wirklich schon oben in der Spitze. Ich habe ja vorher noch gesagt, dass wir tatsächlich Minimalverbräuche von 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer rausgefahren haben. Wenn wir jetzt so in dem Normalbetrieb unterwegs sind, auf der Autobahn, so Richtgeschwindigkeit 130, 120, 140, dann liegen wir relativ schnell auch bei 31, 32 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt aber mal wilde Sau spiele, wobei das ist ja relativ mit 200, dann liegen wir bei Verbräuchen, die im Schnitt hier so in die Richtung gehen, nämlich an die 50 Kilowattstunden. Und das wiederum heißt, dass im Extremfall auch nach 150 Kilometern hier schon das Ende der Vorstellung erreicht ist. Wenn du wirklich Langstrecke fährst und diese Reichweite brauchst, dann fährst du eben langsam, dann fährst du gemütlich. Denn wenn du jetzt 180 fährst, dann musst du vielleicht auf einer Strecke genau laden für 30 Minuten und würdest dir das sonst sparen. Das ist immer so ein Taktieren, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Es ist ja die Frage, viele sagen, naja, laden auf Langstrecke kein Problem, da mache ich halt mal 30, 40 Minuten Pause. Ich habe hier so eine e-tron-Karte, das ist eigentlich eine super Sache. Du fährst an die Ladesäule ran, da ist ein RFID-Leser, da hältst du die Karte vor. Und dann hast du mit der ganzen Bezahlung soweit nichts zu tun. Das kommt dann über eine Sammelabrechnung. Ich habe euch ja ein Video gemacht in unseren News, das blende ich mal gerade oben ein. Und da seht ihr mal, wie wir richtig Langstrecke gefahren sind, nämlich knapp 500 Kilometer in einer Tour. Und da mussten wir unterm Strich dann dreimal laden. Das war dann auch teilweise abenteuerlich, weil mal war eine Ladesäule nicht freigeschaltet, obwohl die in der Navi verfügbar war. Oder was wir auch hatten, dass eine Ladesäule verfügbar war, aber die war noch nicht in der Navi drin und auch nicht in der App. Und wenn du unterwegs mit 50 kW laden musst, dann ist die Zwangspause auch direkt mal anderthalb Stunde. Das ist nicht so prickelnd und damit ist das Thema Langstrecke eigentlich für mich nicht praktikabel. Wenn ihr nochmal einen Einblick haben wollt in das Thema Ladesäulenproblematik so auf der Langstrecke, dann empfehle ich euch mal meinen Instagram-Account. Da habe ich nämlich eine Highlight-Story über den e-tron. Und da habe ich eben gezeigt, was da so abging. Es kommt ja auch noch darauf an, bist du geschäftlich unterwegs, so wie wir, mit einem ganzen Team, wo eben auch die Uhr läuft, Time is Cash, ne? Dann ist ja Zeit auch Geld. Oder bist du privat unterwegs und sagst, naja, die halbe Stunde, 40 Minuten, die nehme ich mir halt. Wenn du jetzt eine Praxisreichweite hättest von 400 Kilometern bei normalen Reisegeschwindigkeiten um 130, dann wäre das ja nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, wir hatten dann so Praxisreichweiten von rund 250 Kilometern und die kannst du ja auch nicht komplett auf Null fahren. Denn wenn mal eine Ladesäule nicht vorhanden ist, nicht verfügbar, was auch immer, dann stehst du da und hast ein Problem. Deswegen fährt man ja eher so, dass man zumindest so 30 bis vielleicht 50 Kilometer noch Restreichweite als Reserve hat. Was ich so ein bisschen auch finde bei den E-Autos, ist das Paradoxon der angegebenen Reichweite. Denn die Reichweite, die jetzt hier zum Beispiel mit um die 400 Kilometer angegeben ist, die wirst du auf einer Langstrecke eigentlich nicht rausfahren. Weil sobald du auf der Autobahn bist mit 120 oder 110, 130 ist auch in dem Rahmen, wirst du diese Reichweite nicht erreichen. Das heißt, diese Reichweiten, die du eigentlich haben willst für die Langstrecke, erreichst du eigentlich nur auf der Kurzstrecke. Und da sind sie ja eigentlich nicht relevant. Bei einem Verbrenner hast du ja gerade auf der Kurzstrecke im Stadtverkehr eigentlich einen sehr hohen Verbrauch. Und wenn du mit dem Verbrenner 120 konstant fährst, bist du recht ökonomisch unterwegs. Aber hier ist direkt ein Riesenunterschied, ob ich jetzt 100 fahre oder 130. Was ein bisschen schade beim e-tron ist, dass es vom Prinzip her ein super Langstreckenauto ist. Es ist wirklich komfortabel. Wir haben hier eine Luftfederung. Wir sind hier sehr
leise unterwegs. Macht wirklich sehr viel Spaß, hier mit zu fahren. Und da musst du wirklich gucken, ob du jetzt Langstrecke unterwegs bist, weil dann würde ich wirklich sagen, da ist der e-tron nicht das richtige Auto. Wenn du Kurzstrecke machst oder pendeln oder du sagst, naja, alle 3 Monate mache ich mal halt eine Langstrecke nach Frankfurt und ich bin privat unterwegs, ich habe auch die Zeit, finde ich, ist das auch noch okay. Aber wenn jetzt hier realistisch 100 bis 150 Kilometer mehr Reichweite am Start wären, dann wären wir wirklich ganz anders unterwegs und dann würde das zum Auto auch passen. Wenn du praktikabel momentan Langstrecke fahren willst mit E-Auto, dann bist du, denke ich, besser bei so einem Tesla Model 3 Long Range aufgehoben. Da habe ich zum Beispiel auch Tesla-Fahrer getroffen an der Ladestation. Die sagten mir, wenn sie so um die 130 fahren, dann haben sie realistische Reichweite, 400 Kilometer easy. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Wie gesagt, wir hatten hier eher so, wenn wir Autobahn unterwegs waren, mit den Temperaturen, mit der Heizung eben an und nicht aus, so 250 Kilometer. Was ich immer ein bisschen krass finde, sobald wir ein Video machen zum Thema Elektroauto, sei es jetzt unsere Golf, die wir im Sommer kriegen, oder sei es jetzt hier auch so ein Fahrbericht, da geht es in der Kommentarsektion immer hoch her und dann gibt es immer sofort eine Grundsatzdiskussion, die oft schon in die Verschwörungstheorien abgleitet, habe ich das Gefühl. Letztens schrieb wieder jemand, die Autoindustrie würde alles blockieren und es gibt ja Null-Energie-Autos, die nur mit Wasser fahren und so weiter. Totaler Käse. Und was ich auch so ein bisschen Doppelmoral finde, ist, natürlich hat ein E-Auto ein paar Themen, die man diskutieren muss, zum Beispiel Herstellung der Akkus, Verbrauch von Lithium, Gewinnung von Lithium. Nur jeder von euch hat ein Handy, jeder von euch hat wahrscheinlich einen Laptop, da ist auch Lithium drin. Da kümmert sich im Prinzip keine Sau drum. Da ist das gar kein Thema. Auch wo das Erdöl herkommt, sei es mal, was weiß ich, Umweltkatastrophen, Bohrinseln, Tankerunglücke. Das ist ja auch alles jetzt nicht unbedingt ein sauberes Thema, aber das wird dann nicht so thematisiert. Aber dann gibt es halt die Fraktion pro Elektro und gegen Elektro und dann pro Wasserstoff und so weiter. Aber ich finde, man muss diese Themen wirklich umfänglich von allen Seiten betrachten. Und selbst dann ist es natürlich schwer für unser eins, sich wirklich eine objektive Sicht der Dinge herzuleiten. Aber aus meiner Sicht ist Elektromobilität schon die Zukunft. Und man muss ja auch sehen, wenn jetzt wieder Leute schimpfen, naja, die Reichweite taugt nicht und so weiter und so fort. Es gibt Autos, die schon eine Reichweite haben, die wirklich okay ist. Wir müssen ja auch sehen, dass wir hier mit einem SUV unterwegs sind, was über 2,5 Tonnen wiegt, was von der Effizienz wirklich nicht optimal ist. Denn so normale Praxisverbräuche sind hier eher so um die 30 Kilowattstunden. Bei mir über Land komme ich auch mal so zwischen 25 und 30. Wenn ich über Land fahre, ohne jetzt wirklich zu dynamisch zu fahren, dann komme ich auch mal so auf 25, 26 Kilowattstunden. Aber mit einem E-Golf fahre ich in einem ähnlichen Streckenprofil, mit einem ähnlichen Fahrprofil, mit Verbräuchen um die 13, 14 Kilowattstunden, was mal roundabout die Hälfte ist. Und da muss jeder selbst entscheiden, ob so ein e-tron für ihn ein Auto ist, was funktioniert oder was nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss man sich eben nach einem anderen Auto umschauen. Aber das heißt ja nicht, dass E-Mobilität eine Sackgasse wäre oder ungeeignet. Und das Schöne ist aus meiner Sicht, dass ja bei der E-Mobilität wir ja von der Entwicklung erst am Anfang stehen. Ich sag mal, Verbrenner sind ziemlich entwickelt, ziemlich weit entwickelt. Da ist nicht mehr so viel Fortschritt zu erwarten, würde ich mal sagen. Bei der E-Mobilität haben wir eine Entwicklung, gerade im Bereich Akkutechnologien. Da wird noch so einiges gehen. Tesla zum Beispiel hat jetzt angekündigt, dass sie die Reichweiten von Model S, meine ich, oder von Model 3 in bestimmten Ausstattungsoptionen verdoppeln wollen. Das heißt, da redet man schon von Akkus mit einer Kapazität von 200 Kilowattstunden. Da sind wir eigentlich da, wo im Normalbetrieb auch für jemanden, der jetzt auf Langstrecke beruflich unterwegs ist, eigentlich kein Blutdruck mehr da ist. Weitere Sache beim Elektroauto ist natürlich die Ladeinfrastruktur. Grundsätzlich war ich hier schon sehr zufrieden. Ich habe einige Säulen auch auf den Langstrecken gehabt, die mit 150 kW laden können. Das Schöne beim e-tron ist, der kann die 150 kW wirklich sehr lange halten und selbst bis 100% ist er noch über 50 kW. Das heißt wiederum auch, es gibt ja diese Faustformel, dass man eigentlich so bis 80% lädt, weil es dann von der Zeit nicht mehr so effizient ist. Wenn ich 50 kW lade, habe ich diesen Effekt eigentlich gar nicht, weil das Ding lädt im Prinzip an der 50 kW Ladesäule komplett durch, bis der Akku voll ist. Und was interessant war, ich hatte an jeder Ladesäule nie Probleme, dass die schon belegt waren. Ich habe auch so oft gehabt, dass ich bei Ionity-Säulen stand und da waren dann, was weiß ich, mehrere Säulen und ich hatte
nur zweimal, dass überhaupt jemand anders da noch stand. Also bis es da wirklich mal zu Engpässen kommt, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber dann ist natürlich die Frage, wie wird das dann gehandelt, wenn man zum Beispiel mal an Urlaubsreiseverkehr denkt. Aber ich würde das gar nicht schwarz malen, denn bis wir so weit sind, ist doch die Entwicklung wieder so weit. Und Porsche Taycan kann ja zum Beispiel dann schon hoffentlich mit 350 kW laden. Und bei 350 kW bin ich wirklich 5 Minuten an der Ladesäule und habe dann meine 100, 200 Kilometer Reichweite wieder drauf. Und dann noch ein Thema beim e-tron sind die Außenspiegel. Ich hätte sie ja gerne mal als Kameraversion hier gehabt, habe ich leider nicht. Aber ich habe meinen Kollegen Jan Gleitzmann gesprochen, denn der hatte den e-tron mit Kameras und der war wirklich not amused. Und das kann ich auch wirklich nachvollziehen, denn er sagt, du hast ja hier bei einem normalen Spiegel nie eine fixe Einstellung. Denn auf den ersten Blick mag das ja ganz gut sein, weil ich ja den Außenspiegel gar nicht mehr verstellen muss, weil ich habe immer das perfekte Bild. Aber ich habe nicht mehr die Möglichkeit, hier meinen Außenspiegel, wie ich das hier habe, durch Positionsveränderung noch mal so ein bisschen im Blickwinkel zu ändern oder im Ausschnitt. Gerade beim Rangieren rückwärts oder wenn man mit Anhänger fährt, dass man mal eben beim Abbiegen mal eben den Kopf so hebt, dann sehe ich ja den Bordstein. Das ist mit den Kameraaußenspiegeln überhaupt nicht mehr möglich. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel so eine Lenkradhaltung hätte, dann könnte ich hier die Spiegel gar nicht sehen oder meine Monitore. Das ist natürlich nicht so doll, da muss ich wirklich immer so fahren, fände ich jetzt auch nicht prickelnd. Und Jan hat wirklich gesagt, nicht nehmen, absolut keine Empfehlung, weil es ist eigentlich schöne Raketenwissenschaft, die auch sehr cool aussieht von außen, aber in der Praxis wirklich nicht empfehlenswert. Mein Fazit zum e-tron, es ist ein schönes Auto, es ist ein schönes Langstreckenauto, was aber leider keine langstreckentaugliche Reichweite hat. Aber es gibt jetzt ein kleines Reichweiten-Upgrade von Audi. Da ist ein bisschen noch an der Effizienz gedreht, wahrscheinlich über die Software auch. Und der Akku wird netto etwas mehr genutzt. Das soll dann so 20, 30 Kilometer Reichweite bringen insgesamt. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber aus meiner Sicht müsst ihr einen Akku rein, der vielleicht 150 Kilowattstunden hat. Zum gleichen Preis natürlich, dann wäre das schon eine tolle Sache. Ja, aber jetzt interessiert mich eure Meinung mal wieder zum Thema Elektromobilität, zum Thema e-tron, was ihr von dem Auto haltet. Ob ihr vielleicht auch sagt, naja, preislich natürlich schon Oberliga, aber gibt ja auch einen für 70.000, würde mir auch langen. Oder ob ihr sagt, naja, ihr seid eher so Tesla-mäßig unterwegs oder Hyundai Kona oder e-Golf ID3, was es alles geben wird. Das Thema bleibt spannend. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare.